Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man CentoverCast auf einem VPS-Server installiert. CentoverCast ist die Radioautomationssoftware, die eben auf Servern läuft und nicht am eigenen PC. Es hat den Vorteil mit Auto-DJ und so weiter, da kann euer Radio rund um die Uhr laufen, ohne dass ihr ja zu Hause den Rechner anhaben müsst. So, hier also mal zu meinem Aufnahmetermin ist hier 302 steht released, es ist aber schon nicht mehr wahr, denn es ist schon mittlerweile 303, also die sind hier noch am Fehler ausbügeln. Dann kann man hier finden die Dokumentation, unbedingt reinschauen, Installationsguide gibt es hier. Und da gibt es dann den Full Installation Guide, auf den gehen wir dann ein, wenn es soweit ist, denn ich werde das ganze Video unter zwei Teile aufnehmen, und zwar zum einen die Installation und zum zweiten die Benutzung von CentoverCast. Und hier habe ich mir schon mal ein File vorbereitet, in dem ich alle wichtigen Befehle schon mal vorbereitet habe, damit ihr euch auch einen Überblick verschaffen könnt, was dazu alles benötigt ist bei der Installation. Und das habe ich anhand dieses Beispiels hier gemacht. Da oben seht ihr den Link, den füge ich dann noch bei der Beschreibung ein. Also hier wird beschrieben, wie man MySQL installiert und konfiguriert. Und das wirklich auf eine einfache Art und Weise. Wer jetzt Englisch nicht so gut beherrscht, der hat ja mich und guckt sich einfach mein Video an. Und dieses, wie gesagt, habe ich neu geschrieben und etwas verändert. Und zwar so, dass wir es gebrauchen können und alle Befehle hier nur per Copy und Paste einfügen müssen. Ja, das Ganze läuft auf CentOS 6. In der 64-Bit-Variante. Und hier habe ich mich schon auch mal eingeloggt auf meinem Rechner, auf dem VPS-Server wollte ich sagen. Und bei dem könnt ihr auch sehen, da ist überhaupt noch nichts drauf, denn am besten ist, einen frisch fröhlichen VPS-Server zu nehmen, wo keinerlei weitere Software läuft. Aber wie gesagt, durchlesen bei den Beschreibungen, da ist das noch beschrieben. Wie gesagt, ich zeige euch ja hier nur Grundlegendes und soll ja auch kein Kurs für MySQL werden. Ja, wie gesagt, also der Server hier ist, da ist nichts installiert noch. Jetzt ist hier am Anfang sind jeweils diese Sudo-Befehle. Und da ich Sudo noch nicht installiert habe, hole ich das mal schnell nach, füge das hier ein. Könnte ja auch sein, dass das bei euch nicht funktioniert. Kann euch das hier schon mal zeigen. Anhand von diesem Beispiel wird er nämlich meckern, dass er Sudo nicht kennt. Nur mal ganz kurz zum Zeigen. Ja, also hier der Befehl Sudo nicht erkannt. Daher installiere ich das nochmal schnell hier mit diesem Befehl. Dann sucht er nach dem schnellsten Server und installiert das auch schon. Bestätigen zweimal mit Ja. Dann wäre das installiert und wir kommen zum wichtigen Teil MySQL. Bevor ich noch starte, schreibt euch alles ganz genau auf. Jedes Passwort und jeden User, den ihr anlegt, denn später werdet ihr das brauchen für CentoverCast. Solltet ihr in dem Chaos ein bisschen euch das nicht gemerkt haben, dann könnt ihr entweder die Installation neu beginnen oder auch einen Profi holen oder wie auch immer. Also habe ich mir das schon mal hier in diesem Fall eben wunderbar vorbereitet. Ich hoffe, ich erkläre jetzt da nicht zu viel herum. So, und wir beginnen mit der Installation
von MySQL mit diesem Befehl eben bestätigen. Und dann wird auch schon installiert. Complete. Dann mit diesem zweiten Befehl starten wir den MySQL Server. Start. Zwei grüne OK. MySQL ist soweit eigentlich installiert. Nun geht es ans Eingemachte, an die Konfiguration. Das machen wir hier mit diesem Befehl. Damit wird also eine grundlegende Installation aufgerufen und Testdatenbanken und Testuser, die MySQL standardmäßig installiert, werden dadurch gelöscht. Also mal Enter. Fragt danach ein Passwort, haben wir natürlich keins, weil wir das ja ganz frisch installieren. Da fragt jetzt nach einem Passwort, das brauchen wir natürlich, mit Yes bestätigen. Und hier seht ihr, habe ich mal als Beispiel myroot als Passwort ausgewählt. Ganze bestätigen. Wie gesagt, hier alles aus Testzwecken einfach gehalten. Für euch würde ich das natürlich nicht empfehlen. Also je ausgeklügelter die Passwörter sind, desto besser. Heute wird ja alles gehackt, was möglich ist. So, jetzt bekommen wir noch viermal die Aufgabe, Ja zu sagen. Und zwar, wie vorhin beschrieben, werden hier anonyme User schon mal gelöscht. Dann dieser Root Login Remotely, das wollen wir nicht. Deswegen löschen. Auch hier die Test-Database löschen und die Privilegien ebenfalls löschen. So, grundlegend das mal. Dann dieser Befehl. Service Start haben wir zwar eigentlich schon gestartet, aber da habe ich jetzt irgendwie einen Fehler noch drin, aber egal. So, dieser Befehl ist wichtig, denn solltet ihr euren Rechner mal rebooten müssen oder das sollte abschmieren, dann ist der Befehl dafür da, dass MySQL sich dann auch automatisch startet, denn CentovaCast macht sowieso. Gut, dann loggen wir uns zum ersten Mal ein. Und hier eben das Passwort myroot. MyRoot. Und wir sind eingeloggt. Also das muss hier dastehen. Solltet ihr irgendwas anders haben oder eine Fehlermeldung, habt ihr ein Problem. Aber wie gesagt, das ist ja hier kein Kurs, sondern eine grundlegende Installation. So, jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt, und zwar wir werden das Root-Passwort für MySQL nochmal ändern, und zwar auf eine sicherere Variante. Würde man das nicht tun, meckert CentovaCast später, dass das Passwort zu unsicher ist. Also man sieht, hier wird einiges getan, auch um das Ganze sicher zu halten. So, jetzt haben wir das Passwort geändert und wie ihr seht, alles was wir hier ergänzen müssen aus dieser Anleitung, habe ich in rot markiert. Mal schauen, ob ich die Stelle finde. Setting the root Passwort, schauen wir mal. Da haben wir es. Hier ist also als Beispiel nur Passwort eingegeben, aber das sind so Beispiele, die verwirren dann einfach im Laufe der Zeit. Ebenso bei Usernamen und so weiter. Deswegen habe ich das mal hier so angegeben mit root, dass man auch weiß, um was es sich hier handelt. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. So, mit diesem Befehl werden Änderungen an Passwörtern oder Usern oder Datenbanken übernommen
beziehungsweise neu eingelesen, sonst müsste man MySQL neu starten. Das wollen wir nicht. So, und anhand dieser Tabelle schauen wir uns an, wie weit es momentan steht, also wie viele User installiert sind. Und das hier ist die Idealvariante, das heißt, es gibt zwei User für den lokalen Rechner, also den VPS-Rechner, und die sind beide passwortgeschützt, also ideal, ideale Ausgangsposition. Sollten hier also anonyme User stehen, die muss man rauslöschen, einfach aus Sicherheitsgründen. Wie man das macht, im Internet nachgucken. Ja, weiter geht's. Create Database, also die Datenbank, die später dann CentoverCast verwendet. Ich habe das mal hier benannt mit CentoverDB, also DB für Database, damit das auch übersichtlicher bleibt. Und wir legen diese an. Okay, bekommen wir hier den Befehl und wir schauen uns die Tabelle an mit den Datenbanken, die es gibt, und kontrollieren, ob es auch angelegt wurde. Und wir sehen, CentoverDB wurde angelegt, also ideal, bisher alles bestens verlaufen. Dann geht es darum, einen User anzulegen, der auf die Datenbank, also hier, zugreifen kann. Und das machen wir hier mit diesem Befehl. Ich habe das ergänzt mit CentoverUser. Das steht dann, also hier bei der Anleitung steht TestUser. Ich nehme hier CentoverUser, also für den Benutzer. Und der Benutzer hat dann Centover12345 als Passwort. Und das füge ich hier ein. Und der User mit diesem Passwort ist dann eben angelegt. Und wir übernehmen das Ganze wieder mit diesem Befehl. Ich spare mir jetzt hier, das richtig auszusprechen. Jawohl, und dann sind auch schon die Änderungen übernommen. Und wir gucken uns auch gleich an, ob der User auch erstellt worden ist. Einfügen, und wir sehen den Root-User und den CentoverUser, beides ist installiert und so sollte es auch ausschauen, zumindest so wie ich es brauche. Dann müssen wir dem User natürlich noch Rechte geben, dass er auch die Datenbank verwenden darf oder in welcher Form. Und das geben wir auch ein und somit hätte das auch dann schon funktioniert. Jetzt gebe ich den Befehl nochmal als Sicherheit ein. Zwar wird das mit Grant sowieso bestätigt bzw. neu eingelesen, aber ich mache das jetzt mal trotzdem, dass das ja auch alles funktioniert. Und wir überprüfen unsere ganzen Eingaben. Und wenn es hier keine Fehlermeldungen gibt, dann hat das funktioniert. Also, wir haben jetzt den CentoverUser. Dann haben wir ein Passwort angelegt für diesen User. Und der greift dann auf die CentoverDatenbank zu. Und das ist schon mal die wichtigste Konfiguration. Wenn das hier ohne Fehlermeldungen bei euch abgelaufen ist, habt ihr schon mal einen wichtigen Teil erledigt, denn ohne MySQL kein CentoverCast. Gut, und nach einem kleinen Schnitt technisch. So, mit Quit sehen wir hier, verlassen wir MySQL und sind wieder im Root-Verzeichnis des VPS-Servers. Weiter geht's mit der CentoverCast-Installation.
Hier ist auch schon beschrieben in der Anleitung, dieser Befehl hier jetzt auszuführen. Selber muss man also keine Files runterladen, das wird durch diesen Befehl hier alles gemacht. Und ihr bekommt dann eine Lizenznummer, die fügt ihr hier ein. Entweder ihr macht das im Notepad, benutzt kein Textprogramm dafür, da gibt es immer wieder mal Probleme. Am besten nur Notepad für solche Dinge, also einen ganz einfachen Texteditor. Je einfacher, desto besser. Gut, als kleinen Tipp. Wie gesagt, ich habe das mal schon hier vorbereitet. Das ist also dieser Befehl, wie vorhin gezeigt. Allerdings ist hier schon der Lizenzschlüssel eingefügt. Mitschreiben bringt nichts, ist nur eine Testversion, die, wenn ihr das Video seht, schon abgelaufen sein wird. Also einfügen. Jetzt hat er ohne Enter, gut. Jetzt hat er ohne Enter das übernommen, aber schon mal runtergeladen. Bei mir geht das ziemlich schnell. Dann der zweite Punkt. Welche Encoder wir verwenden wollen, wer sich natürlich mit Radio an sich schon auseinandergesetzt hat im Internet, der weiß, um was es sich hier handelt. Shoutcast 2, der neue Shoutcast Server Standard, dann Shoutcast 1, den klassischen, den wir schon kennen und viele, viele Jahre alt ist, dann Icecast, eine andere Server-Software. Dann ICESCC, das ist dann für den Auto-DJ und SC-Trans 2 für den neuen Shoutcast-Server 2. Ich verwende den Icecast-Server nicht, daher spare ich mir die Installation auch. Also habe ich das hier mal eingefügt. Diese Server und Encoder werden installiert. Mehr brauche ich nicht. Hier wird das auch schon als Beispiel angegeben. Also damit könnt ihr euch dann ja weiter beschäftigen. Also kopiere ich das, füge es ein und die Hauptinstallation von CentoverCast startet. Ich habe hier jetzt einen ziemlich schnellen Server mit SSD-Festplatte. Das heißt, bei mir dauert die Installation nur ungefähr 8 Minuten. Ist allerdings der Server langsam, kann das schon mal über eine halbe Stunde dauern oder noch länger. Das schauen wir uns natürlich hier jetzt nicht an, sondern ich werde dann vorspulen. Aber in der Zwischenzeit kann ich nochmal schnell erklären und eingehen auf die Serverressourcen, die man für CentoverCast 3 braucht. Ich betreibe ein Radio, das 200 bis 400 Hörer hat. Und mir reichen knapp über 700 MB RAM locker aus. Dazu dann noch ein Dual-Core-Prozessor mit jeweils 1,5 GHz. Und das reicht vollkommen aus bei idealer Konfiguration für CentoverCast. Das braucht also wirklich nicht viel an Ressourcen. Dazu kommt dann noch der Encoder, wenn man den braucht. Aber dazu gehe ich dann, oder darauf gehe ich dann noch später ein. Ja, und wie gesagt, ich spule mal hier vor, bis das hier beendet ist und bis gleich. Und wir sehen Installation complete. Hier wird uns dann gleich schon die Adresse und der Port ausgegeben, mit dem wir dann die CentoverCast-Oberfläche erreichen können. Und da wird sich dann auch zeigen, ob ihr auch brav alles mitgeschrieben bzw. euch gemerkt habt. Bekomme ich hier eine Sicherheitsnummer, weil das eine Sicherheitsanfrage hier vom Explorer wegen diesem S hier. Und wir sehen, 303 ist installiert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Continue. Und hier geben wir nun
die Dinge ein, die wir vorhin bestimmt haben. Zuallererst die E-Mail-Adresse für den Administrator, dann das Passwort, das könnt ihr euch hier jetzt ausdenken. Und natürlich dann auch aufschreiben. So, und dann wird es hier spannend, denn hier müssen wir dann unsere bereits vorgegebenen im MySQL-Daten eingeben. Und hier haben wir ja gehabt Database-Name, CentoDB für die Datenbank, dann CentoUsernamen und Centova 1, 2, 3, 4, 5 als Passwort haben wir angegeben. Next und wenn alles funktioniert hat, Installation successful und wir können uns einloggen. Username admin und dann nochmal das zuvor. Ausgesuchte und wir sind in der Oberfläche von Centova, so sieht das Ganze aus in der Version 3. Ja, ich hoffe, es hat geholfen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie die Installation von CentovaCast so abläuft. Im nächsten Video werde ich euch dann noch genauer die Oberfläche zeigen und beschreiben. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Video geholfen und tschüss.